Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest und meine Frisur ist total hinüber. Egal. Genau. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Fleisch können wir auch hier aufhängen. Feuer brauchen wir jetzt hier nicht. Wir müssen irgendwie noch eins wegnommen. Hier kommen die Fische noch weg. So, halt das schon mal glatt. Steine müssen wir auch noch mal wieder besorgen. Gut. So, Rehfell. Das brauchen wir. Hexenrüstung. Teams gebaut. Ja, komm. 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 Hängen wir mal die Echsenrüstung hier auf. Wir brauchen noch Hasenfell. Schädel haben wir einen. Genau, der ist ein Kronleuchter. Baumstämme brauchen wir auch noch 11. Noch 132 Knochen. Was ist denn da los? Oh, wird viele Tote geben. Wahrscheinlich sind die einer davon. Ja, da hat einen erwischt. Stöckchen brauchen wir keine mehr. Der sieht bereits im Fällen aus. Theoretisch die Axt gleich. Wollen wir die Baumstämme eigentlich? Da hinten, oder? Da unten, da unten hatten wir, oder? Nee. Hä? Wo brauchen wir die Baumstämme noch? Wo hatten wir was angefangen zu bauen? Was ist das da drüben? Ja, da. Jo! Das bin ich froh, dass sie das hier damals gebaut haben. Aha. Wir sind in die nächste Wohnung. Ich
passiert doch. Ursula, geh weg. Ursula, wo bist du? Wo ist Ursula? Okay. Quasimodo ist da hinten. Ursula sehe ich gerade nicht. Ursula ist auch da hinten. Okay. Vielleicht das zu schießen ist auch nicht so einfach. Ah, wir haben getroffen. 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 Wow. Verdammt. Okay. Okay, dann können wir erst die Tantenhaut. Blöde Mistviecher. Es ist nicht nur der körperliche, sondern auch der seelische Schmerz. Wo sollen wir denn jetzt nur wohnen? Jetzt ist nur die Frage, wo kommen die anderen Umstände hin? Da nicht, da kommt das Hafenfeld hin. Ah genau, wir hatten den Garten angefangen. Da war ja was. That makes sense. So. Fünf Pfeile verschossen. Könnte schlimmer sein.
Wir hätten tot sein können. Falls das irgendwie nicht gehört hat, bezweifle ich aber, wir waren sehr subtil. Wir waren richtig schön vorsichtig. So. Während wir da drin saßen. Normalerweise müsste ich jetzt traurige Musik einspielen. Das Ganze schön in Zeitlupe, schwarz-weiß. So, jetzt haben wir auch ein bisschen was im Garten gepflanzt. Macht mich so traurig. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Fallen. Kommt wieder einer. Muss ja nicht hoch. Hier rauf. Wo ist er? Da unten. Der ist was. Wer ist das? Wir machen hier schicken. Schön in den Hintern kriechen. Geil. So, ein paar Knochen noch holen. Also langsam wird's wieder was. Es fängt wieder an, sich zu lohnen. Unsere Chancen steigen, solange wir zu Hause sind. Tja, Timmy, das wird wohl nix.
sollte er werden, müsste ich vor ihm einen Leichnam knuspern. Was los, ich muss einfach Wasser trinken. Jetzt sollten wir da vielleicht irgendwie eine Falle bauen. Okay. Ich denke, hier vorne wird sich die Falle wahrscheinlich ganz gut machen. Die so platzieren. So aussehen, oder? Schön sind nur noch Baumstämme. Jetzt ist das so, die laufen hier gegen den Stock. Dadurch werden die Steine runtergeholt, was dann zur Folge hat, dass das Ding hier hochgezogen wird und die erwischt. Ist das korrekt? Ich denke, das ist korrekt, oder? Das Feuer ist aus. War das kaputt gegangen? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Viel besser. Und wir machen so jetzt mal wieder Schritte. Ist der Hase gerade durch das Holz gerannt? Wie kann er das wagen? So. Den nehmen wir in diese Richtung. Wir müssen hier mal dringend irgendwie nicht machen, ne? Das ist kein süßer Vorschlag von mir. 2 von 4. Der ist nicht ausgelöst, der hinten ist auch noch aktiv, aber da kommen schon wieder welche angerannt. So. Wenn wir uns nämlich hier hinstellen, die Leute beleidigen, dann kommen die angerannt, werden dagegen, und zack, sind sie erwischt. Super Plan, oder? So. Was können wir denn noch machen? Ich würde gerne das Dach. Ich würde gerne das Dach. Ach, komm schon. Stell dich jetzt mal nicht so an. Jetzt bist du auch der Superspringer. Ja, so geht es. Kann ich nicht aufspringen? Natürlich nicht. Ich will aber nicht extra eine Treppe hochbauen.
um den Teller wieder abzureißen. Wow. Okay, dann vergessen wir das. Ich ganz genau auch mal bauen. Ich weiß nämlich nicht, was das bringt. Steht aber Leute daran. Das sollte wahrscheinlich dann irgendwie wegweisend sein. Entzündet die Leute Feuer von Helms, klar. Kleine Spinne. Da ist unsere Falle. Sollten wir wahrscheinlich nicht setzen. Sollten wir besser nicht einkapseln. Würde wahrscheinlich für alle Beteiligten nicht so gut ausgehen. Also ich. Ja, schon wieder so ich bezogen. Es ist eklig. Das ist also sehr hohe Bäume, ne? Der ist vor allem sehr hoch. Auch so dünn. Kommt der da raus, was ich haben möchte? Er möchte jetzt ganz gerne Baumstämme. Gibt's mir das, was ich haben möchte? Dankeschön. Warum wir den Wagen gebaut haben, weiß ich nicht. Wir waren sowieso die ganze Zeit so hin und her. Haben wollte. Perfekt. So, dann können wir das beim nächsten Mal anzünden, ne? Dann ein bisschen die Leute hier locken. Sehr schön. Weil wir sonst nicht sehr viel zu tun haben. Gerne eine Palisade bauen wollen. Tellingswand heißt das. Okay. Dann stelle ich das Ding wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist so ziel. Wie so ein Gartenzaun. Nur größer. Sollte an mindestens reichen. Ich dachte gerade, es ist ein Mutant gewesen. Er hat es aber eher gegeben. Wir müssen noch ein ganzes Stückchen hier in diese Richtung. Das geht nicht. Schade. Den Baumstamm. Okay, in dieser Reihe geht's. Geht. So. Ich glaube, das lassen wir mal offen, oder? Schließen wir das Ganze hier ab. Oder? Was meint ihr? So. Bis hierher und nicht weiter. So. Sehr schön. Kann man da auch irgendwie die Tür reinmachen? Tatsache. Das müsste von innen sein, oder? Keine Ahnung. Hier nur die Tür haben. Das ist außen, das ist innen. Gut.
dann wird das unser nächstes Ziel. Eine schöne Wand für uns. Damit wir uns noch sicherer fühlen. Spektakulär aus. Sieht jetzt nicht aus wie Mahagoni und wie die Echse bei dir in der Kalise. Das ist traurig. Ich wollte schon lange mal gegoogelt haben. Naja. Ach, da sind die anderen beiden Baumstämme. Okay. Die spielen da so ein bisschen. Auch weg. Da rollt auch noch einer. Okay. Die schlafen hier unten noch. Nutze es mal aus, dass da noch offen ist. Thank you.
gerade nach 20 mittlerweile verdoppelt. Das sind die Ketten. Kettensäge angeht. Normalerweise hasse ich Kettensägen. Zum Beispiel bei der Kette. Guck mal, hier fällt der Busch auseinander, sobald wir das drauf bauen. Aber die Bäume. Scheiß was drauf. Steht nur ein Haus um uns herum. Ich sehe schon die Zelte, aber verteilt haben. Machen wir aber auch Feierabend. Also jetzt gibt es nur noch Baumstämme klatschen und dann. Wer hat mich da gerade angeknurrt? Du knusst hier rum. Ja, hau lieber ab. Sonst geht's dir wie diese Bäume hier. Ich schwör's dir. Okay. Aha.
Es wurde schnell. Nochmal lasse ich das nicht zu. Meine Güte. Die haben vielleicht aber auch Nerven. Keinen Respekt vor dem Eigentum anderer Leute. Als ob denen alle Bäume gehören würden. Huch. Der ist eine Etage tiefer. Da warten wir jetzt noch ein bisschen Typgeburtstag und dann machen wir Feierabend. Die Bäume laufen uns ja nicht weg. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Okay, der brennt noch. Das ist gut. Komm ich da so ran? Nee, sonst komme ich doch nicht mehr ran. Schade. Aber immerhin. Ja, der ist auch schon fast fertig. Läuft. Da würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir setzen uns noch kurz in den Kamin hier. Ah, schön. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.